Ich möchte zu den Pokémon-Weltmeisterschaften. Ich glaube, ihr wisst das mittlerweile. Aber trotzdem üben wir im Rangkampf, im Doppelkampfformat, in der Meisterballklasse mit meinem Team, was ich auf den Europameisterschaften gespielt habe. Unser erster Gegner hat ein Team rund um Buckel und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich glaube, gegen das Team leade ich immer mit Fiaro und Knackrack und bringe dann noch Flatterhaar sowie Eisenbündel in the Bag. Dieses Team habe ich, wie gesagt, auf den Europameisterschaften verwendet, aber große Shoutout geht raus an den guten Michi, Michael der Beste, der das Team hier gebaut hat. Ich habe mit ihm über ein paar Sachen geredet und ein paar Sachen halt besprochen, wegen Terra-Typen und so, da gab es noch ein paar Struggles, aber letztendlich volle Credits gehen da an ihn raus. Auch wenn ich leider nicht so erfolgreich mit dem Team bei den Europameisterschaften war. Vielleicht bei einem anderen Turnier, wozu vielleicht noch ein Video kommen wird. So, wir sehen erstmal Juju plus Dex Bun, also Buckel. Aber wir bekommen hier eigentlich immer relativ entspannte Rückenwind raus. Buckel darf man halt nicht unterschätzen, weil der kann jetzt seine Verteidigung hochboosten mit... Oh, Terra Geist. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben, weil ich mache immer noch guten Schaden mit Erdbeben. Ich hatte jetzt irgendwie Angst vor Terra Pflanze oder so. Ja, mit eben der Fähigkeit Knusperkruste von Buckel. Das ist sehr, sehr cool. Und das ist dann tatsächlich nicht zu unterschätzen, dieses Pokémon. So, aber erstmal sehen wir, wenn Erdbeben rauskommt. Das macht gegen Juju immer noch viel Schaden. Jetzt sehen wir Flammensturm rauskommen. Er boostet seine Verteidigung auf plus 2. Kann mich potenziell burnen auf Knackrack, was nervig wäre. Ich kann deswegen auch nicht auf Terra Stahl gehen. Da kommt sogar der Burn leider. Weil, ja, Flammensturm halt kommen kann. Und der kann halt aber auf Tundra gehen. Geht aber auf Gähner. In welchen Slot ist er auf Gähner gegangen? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen... Ah ja, auf Knackrack, klar, weil der ist verbrannt. Ja, das ergibt natürlich Sinn. So, das ist aber an sich jetzt relativ fein für mich. Der Burn ist unangenehm, weil der wäre jetzt... Also es wäre sehr cool gewesen, nicht geburnt zu werden. Aber ich glaube, wir machen es einfach jetzt wie folgt. Wir gehen hier auf Verhöhner in den Slot und wir ballern einfach weiter ein Erdbeben raus. Denn ich denke, Erdbeben wird wahrscheinlich Juju trotzdem noch killen, trotz der Verbrennung. Und wir bekommen ein bisschen Chip auf den guten Buckel. Aber vor allem, was wir rausbekommen... ist eben, ah, das geht leider nicht, schade, ist eben die Möglichkeit, dass der da nicht irgendwie sich hochheilt mit irgendwie Wunschtraum, Faxen oder irgendwie sowas. Das wäre ein bisschen nervig, genau, da sehen wir nämlich auch den Wunschtraum rauskommen, weil da muss man echt vor aufpassen. Wie gesagt, der ist jetzt schon auf plus 4 geboostet, das ist wirklich strong und wir machen ihm physisch auf jeden Fall gar kein Damage mehr. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, ich glaube, wir machen es wie folgt. Wir machen jetzt hier einen frechen Play. Wir gehen in Flatterhaar. Was heißt, so frech ist der eigentlich gar nicht. Wir ballern hier einen Fruststampfer raus. Denn die Sache ist die, wenn der Wunschtraum hat, hat er wahrscheinlich auch Schutzschild. Der hat Gähner. Dann ist sein letzter Angriff wahrscheinlich Body Press. Und dann macht er nichts gegen Flatterhaar. Und dann wäre es natürlich sehr stark. Kann natürlich auch Knuddler drauf sein, klar. Aber Body Press muss schon drauf sein. Und deswegen müsste er Schutzschild wahrscheinlich für droppen. Aber kann auf jeden Fall auf zwei seiner safe Status-Attacken, die drauf hat, Wunschraum und Gähner nicht mehr gehen. Und wir sehen Body Press rauskommen, der in den Fiaro-Slot gegangen wäre. Da kommt jetzt Flatterhaar rein. Und Flatterhaar pressured auf jeden Fall Buckel um einiges mehr, weil der natürlich jetzt speziell angegriffen wird. Das Problem ist, leider kommt Azumarill hier rein. Wir haben aber Terra-Wasser-Flatterhaar. Das wäre an sich fein. Ich glaube, wir werden hier auch straight up Terran. Frage ist, wollen wir Azumarill hier wegbekommen? Weil ich glaube, Buckel macht uns nichts, wenn er nur Body Press hat. Ich glaube, wir machen das tatsächlich. Der hat keine Terra mehr. Ich glaube, wir machen das so. Wir double targeten jetzt erstmal Azumarill. Ich gehe ja trotzdem auf Terra Wasser, falls hier eine Wasserdüse oder irgendwie sowas kommt. Natürlich trifft mich auf Body Press, aber diese Runde wird er halt safe nicht auf Body Press gehen. Deswegen kann ich das diese Runde vertragen. Nächste Runde wiederum wird Body Press dadurch gefährlich. Also, da muss ich halt vor aufpassen. Aber wie gesagt, so eine Walban-Wasserdüse wäre auch unangenehm. Er geht nicht dafür. Was natürlich sad ist, dass ich so gesehen jetzt verbraucht habe dafür. Aber das Risiko wollte ich auch nicht eingehen. Und jetzt kommt halt wahrscheinlich Body Press in den Knackhack-Slot, was halt cool wäre, weil er bekommt dann Rauhautschaden. Und ich bekomme dann vor allem mein Eisenbündel rein. Genau, ich habe gerade überlegt, wie heißt der nochmal? Und Eisenbündel ist, glaube ich, jetzt hier in der Situation auch sehr praktisch. So, Verhöhner wirkt nicht mehr auf Buckel, das dürfen wir nicht vergessen. Rückenwind ist jetzt auch vorbei. Und ich glaube, wir machen es jetzt wie folgt. Wir gehen auf Eisenbündel raus. Wir können mit Flatterhaar unsere Wahlbrille resetten, weil wir gleich rauswechseln können. Also, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Flatterhaar kommt raus. Okay. An sich erstmal fein, würde ich sagen. Ist es das? Wir müssen jetzt mal schauen.
Wir kennen auf jeden Fall jetzt auch sein letztes Pokémon. Paleosynthese aktiviert sich. Was für ein Boost ist, das ist Init-Boost, okay? Das ist auch wichtig zu wissen. Ich glaube, wir werden jetzt hier immer Fiaro abwerfen und mit Eisenbündel erstmal protecten. Jetzt hätte ich natürlich gerne nicht geterrat, wie gesagt, das wäre jetzt super gewesen, weil Backe dann nichts gegen mich macht. Ich hätte dann sogar Eisenbündel terran können. Da war ich einfach ein bisschen zu ängstlich vor dieser Wasserdüse. So ein Walband-Ding, also ich glaube nicht, dass es gekillt hätte. Safe hätte es nicht gekillt, aber ich wollte diesen Chip nicht fressen, aber andererseits wäre das schlimm gewesen, diesen Chip zu fressen, ist die Frage. So, Body Press kommt in den Slot rein. So, und jetzt machen wir das wie folgt, okay. Ich glaube, wir ballern den Sturzflug in den Flatterhaar-Slot und ich glaube, wir müssen die Hydro-Pumpe tatsächlich in den Backe-Slot hauen. Das wird jetzt halt interessant. Er geht auf Schutzschild in den Slot. Okay, das kann gut für mich sein, je nachdem. Jetzt hätte ich gerne Rückenwind rausbekommen. Wie macht die Hydro-Pumpe gegen den sehr guten Damage? Jetzt wäre Rückenwind natürlich supi gewesen für mich, muss ich sagen. Weil jetzt kommt ein Body Press in den Eisenbündel-Slot. Nein, es kommt in den Fiaro-Slot. Den Play verstehe ich nicht. Ich glaube, wenn er in den Eisenbündel-Slot gegangen wäre, dann wäre die Situation um einiges komplizierter gerade für mich geworden. Wobei, der hat keinen T-Bolt auf Flatterhaar wahrscheinlich. Der wird, wenn er Protect hat, hat er keinen Donnerblitz. Dann wäre das auch okay gewesen, glaube ich. Durch den Protect auf jeden Fall. Ich glaube, wenn er hier ein bisschen offensiver agiert hätte mit seinem Flatterhaar, wäre es vielleicht noch was anderes gewesen. Aber so bin ich jetzt eigentlich in einer sehr guten Situation. Zauberschein sollte auf jeden Fall Backe killen. Und wir hauen noch einen Gefriertrockner zusätzlich in den Flatterhaar-Slot. Weil ich würde sagen, Eissturm lohnt sich hier 0,0. Denn das Flatterhaar hat halt eh den Init-Boost drin. Deswegen so Gefriertrockner-Damage und wir sehen den Spukball halt rauskommen. Ich bin halt kein Geist-Pokémon mehr, deswegen ist das tatsächlich relativ fein. So, jetzt kommt mein Zauberschein. Jetzt bin ich gespannt auf den Damage gegen das Flatterhaar, wie bulky das ist. Das ist okay. Damit, mit diesem Damage kann ich leben. Keine weirde Beere drauf, weil das habe ich auch schon mal gesehen. Eine Zitrobeere auf Flatterhaar sieht man eigentlich eher nicht. Aber das ist jetzt super für mich. Wir gehen hier auf Zauberschein und wir gehen auf Gefriertrockner und damit soll das GG sein. Ich glaube, das war jetzt an sich nochmal komplizierter, als es nötig wäre. Weil ich, wie gesagt, wobei der Terra, ja, es ist schwierig. Der Terra später wäre natürlich auch gut gekommen. Weil gegen Flatterhaar Spukball wäre es natürlich auch unangenehm gewesen. Aber ja, wir haben es auf jeden Fall gewonnen. Und das ist erstmal das Wichtigste. Und wir kommen wieder in Richtung der Top 1000. Let's go! Wir spielen gegen Platz 904 gegen ein ganz normales Balance-Team. Ja, und da ist tatsächlich Fiaro, Knackrack plus Flatterhaar, Eisenbündel immer mein bestes Matchup. Ich weiß nicht, ob der Gegner es noch rechtzeitig geschafft hat, sein Team einzuloggen, weil das ist wirklich auf 0 Sekunden gesprungen. Wenn ein Arcani-Delfinator-Lied kommt, wäre es jetzt super weird. Aber nee, es kommt Flatterhaar-Delfinator, okay. Also wurden nicht einfach die ersten beiden Pokémon eingeloggt. Okay, damit kann ich aber eigentlich immer ganz gut leben. Mein Play ist es eigentlich hier immer auf Rückenwind zu gehen, Terra Stahl einzusetzen und auf Erdbeben zu gehen. Meistens wechseln die Gegner hier Delfinator raus in Arcani, aber dann kommt Neutralschmuck, Knackrack und dann ist mir der Bedroher egal. Manche gehen auch auf Terra Wasser Delfinator und drücken Düsenhieb in den Fiaro-Slot, aber das Fiaro ist so ausgelegt, dass es immer einen Düsenhieb überleben sollte. Selbst von Terra Wasser Zauberwasser. Also das Item-Zauberwasser. Hier sehen wir jetzt sogar keinen Terra, wahrscheinlich trotzdem den Düsenhieb. Der wird aber ein bisschen mehr als 50% machen, also ein bisschen viel mehr als 50%, aber der Damage ist voll okay. Und dann geht halt Flatter auf Zauberschein oder so. Aber wie gesagt, Spukball ist sogar auch okay gegen Fiaro. Das ist sogar super. Kein Chip auf Knackrack und gleich ein Mon reinbekommen, was ordentlich pressuren kann. Also das ist eigentlich Best Case fast schon, würde ich sagen, für mich. Und ich würde sagen, wir wechseln ja auch direkt in Eisenbündel rein und müssen hier nicht mal mit Eisenbündel pressuren, sondern können einfach gleich entspannt auf Erdbeben gehen und mit Eisenbündel auf Schutzschild. Und das ist jetzt die Sache. Ich kenne dieses Matchup so unfassbar gut. Und die Sache ist halt auch die, ich habe gegen diese Art von Team so viel Erfahrung, aber ich weiß auch, dass mein Matchup dagegen sehr, sehr, sehr gut ist. Er macht so einen Double-Switch, der wahrscheinlich ein Arcani jetzt, oder Hutsasa, das sind die beiden Optionen, würde ich sagen, aber Arcani sehe ich jetzt eher. Und das ist auch gut für mich, weil ich halt Neutralschmuck habe. Und das war das meistgespielte Team. Also das hat auch die Europameisterschaften gewonnen. War das mit Espinoda oder was das andere Team? Aber auf jeden Fall, der meistgespielte Sword war eben so Arcani, Delfinator, Hutsasa, Flatterhaar. Und ich habe keinen von diesen Squads auf den Europameisterschaften als Gegner gehabt. Hätte ich 2 oder 3 davon gehabt, das wäre so gut gewesen. Aber leider war das nicht der Fall. Wir gehen bei dir jetzt hier auf Gefriertrockner und auf Drachenklaue in den Slot. Der wird wahrscheinlich auf Terra Espinodon gehen. Aber Terra Espinodon wäre auch fein für mich. Wir sehen aber tatsächlich keine Terra-Kristallisierung. Und damit wird Arcani auf jeden Fall die Runde sterben. Dann bin ich mein Turbo-Tempo rausbekommen. Und außerdem hat irgendwie die Anti-Drachenbeere auf seinem
Hier Espinodon hat er aber nicht. Ja, dann wäre das noch problematischer gewesen. Aber auch das wäre fein, weil ich noch eine Rückwindrunde genug habe. Also, ja, wie gesagt, ich bin so sad, weil hätte ich auf den Europameisterschaften so öfter dieses Team gehabt, hätte ich viel besser performen können. Ich hatte teilweise so random Stuff als Gegner, wodurch ich es leider nicht an Day 2 geschafft habe und auch keinen Championship Points bekommen habe, weil ich auch einfach nicht eingespielt genug mit dem Team war, mittlerweile schon, dass ich genügend Erfahrung gegen so eine Art von Team gehabt hätte. Weil hätte ich die gehabt, sage ich mal, wäre ich da auf jeden Fall auch viel besser dagestanden. Aber es war einfach viel zu kurz, war zu wenig Zeit. Und vor allem waren 2 Wochen der Vorbereitungszeit halt komplett weg, weil ich mit Grippe flach lag. Natürlich kann man sagen, ausreden, aber ja, war letztendlich so. Und ich bin auch sad darüber. Also ich war am meisten mad über mich, dass ich nicht genug vorbereitet war. Aber ich sehe ja, ich hätte mit dem Team besser performen können. Habe ich halt nicht, aber dafür hoffentlich auf den nächsten Regional umso besser. Nochmal mit viel mehr Erfahrung. Ja, ich habe jetzt einfach hier gedrückt, weil ich wusste, was der Play ist. Also es könnte ein Double Protect kommen, den Rückenwind auszustallen. Aber wenn nur ein Protect kommt, gewinne ich da ab diesem Punkt immer, wenn ich das richtige Targeting mache, was ich gemacht habe. Und wir sind jetzt selber in den Top 1000. Unser nächster Gegner, der gute Jimmy, hat ein lustiges Affinity mit am Start. Und ich glaube, dagegen leaden wir mal mit Fiaro plus Despota. Nehmen dann noch Eisenbündel und Flutterhaar mit. Es ist sehr bezeichnend, dass ich das krasse, legendäre Pokémon Baojian bisher kein einziges Mal mitgenommen habe. Das war bisher auch oft tatsächlich so. Also es gibt schon Matchups, wo der sehr gut ist. Aber ich muss sagen, in dem Team ist der okay. Also da wäre vielleicht sowas wie Huzasa tatsächlich sogar besser oder viele andere Pokémon. Aber Baojian ist auch in Kombination mit Knackhack schon stark. Das darf man nicht unterschätzen. So, und ich glaube, wir brauchen hier nicht mal zu Terra kristallisieren. Ich glaube, Rückenwind plus Steinhagel reicht hier voll und ganz. Denn Mondgewalt wird Despota eh nicht killen. Der ist zu bulky mit Sandsturm und Offensivfeste. Und es kommt eh ein Double Protect. Ja, okay, das ist jetzt erstmal auch fein, weil wir free unseren Rückenwind rausbekommen und damit nächste Runde mit Fiaro offensiv ein bisschen Druck aufbauen können mit unserem Sturzflug. Und ich glaube, wir machen es sogar wie folgt. Wir Double Targeten. Boah, nee, ich glaube, wir brauchen nicht zu Double Targeten, außer der Terrat. Aber ich gehe auf jeden Fall auf Sturzflug in den Affinity-Slot. Und wir ballern jetzt einfach mal einen Ramboss in den Gardevoir-Slot. Es kommt hier sogar der Wechsel. Vielleicht ein Riesenzahn. Auf den Sturzflug würde ich das feiern. Leider kommt Despota raus. Okay, Despota ist das dritte Mon. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Aber es kommt kein Wechsel auf der anderen Seite. Okay. Das heißt, Gardevoir bekommt jetzt erstmal einen entspannten Ramboss ins Gesicht. Und ich glaube, Gardevoir wird das nicht überleben. Warte, was? Wie hat Gardevoir das überlebt? Never mind. Hä? Ich habe nie so ein bulkiges Gardevoir gesehen. Der muss ja sowas von physisch defensiv sein. Bizarro-Raum-Gardevoir. Okay, ganz wild. Das ist, glaube ich, komplett Fist-Death. Also, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Jetzt hätte ich gerne Sturzflug eingesetzt in den Gardevoir-Slot, weil, aua, das ist schade. Ich glaube, wir müssen sogar auf Terra Geiste gehen und Irrlicht rausholen, weil der Bizarro-Raum wird ein bisschen nervig werden. Da muss ich jetzt aufpassen. Ich glaube, wir ballern den Ramboss trotzdem in den Despota-Slot. Es könnte ein Fußkick kommen. Ich hätte auch mit dem Terran können, aber Fiaro ist halt auch da. Der muss vor Willow aufpassen. Also glaube ich ärgert, dass ein Steinhagel kommt. Es könnte auch ein gegnerischer Terra kommen, weshalb ich jetzt gerade noch nicht auf was anderes gegangen bin. Steinhagel wäre auch eine Option gewesen gegen beide. Und deswegen wollte ich da... Ah, Schutzschild leider, okay. Aber er stört damit seinen eigenen Zauber aus. Wollte ich... weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Wir haben auf jeden Fall... Sie sehen Steinhagel, ich habe gerade zu viele Gedanken im Kopf. Okay, und Double Flinch. Ach Mann, ey, ich kann das nicht mehr. Nein, was für Double Flinch. Okay. Okay, okay, okay. Wir hauen hier wieder ein Irrlicht in den Despota-Slot. Und ich glaube, wir gehen jetzt doch auf Fußkick gegen Despota. Ich meine, der ist ja jetzt gerade eh geflincht. Der hat jetzt nicht gesehen, was ich eingesetzt habe. Er geht sogar auf Riesenzahn. Damit ist das eigentlich ganz cool. Das Einzige, was jetzt passieren könnte, ist wieder ein Flinch. Fiaro überlebt das. Das ist schon mal eine coole Sache. Despota verliert ein paar KP. Despota wurde geflincht, Fiaro wurde geflincht. Gut, da kann ich auch nicht so viel machen, bin ich jetzt ehrlich. Also, ich habe das, finde ich, jetzt nicht unbedingt schlecht gespielt, aber was soll man dagegen denn machen? Ja, wir hauen hier nochmal ein Irrlicht raus. Also, Irrlicht wäre einfach wichtig gewesen, rauszubekommen. Oder der Fußkick wäre am wichtigsten eigentlich gewesen, seien wir ehrlich. So, Irrlicht dagegen, ich kann halt nicht protecten die Runde. Das Problem ist halt, dass noch 2 Runden Bizarro-Raum danach da sind. Ich kann mit Eisenbündel halt eine stallen, aber mit Flutterhaar halt nicht. Das ist halt das Problem, weil ich Specs bin. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre alles entspannt, aber so wird
das unangenehm. Aber er. Okay. Ich habe gerade irgendwie nicht auf die Runde geachtet. Ich habe Fußgeg rausbekommen gegen Despotar. Das ist schon mal cool. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Aber Riesenzahn kommt jetzt. Er geht auf Eisenschädel und besiegt Despotar. Okay. Das ist an sich okay. Despotar wegzuhaben ist aber schon mal sehr wichtig. So, Affiti kommt wieder rein und meine beiden Pokémon. Tut mir leid, dass jetzt das Commentary so verwirrend war in den letzten Runden. Ich bin auch einfach verwirrt durch alle Interaktionen, die heute passiert sind, gerade in diesem Match. Die waren ein bisschen wild. So, Eisenbündel ist eine große Bedrohung für Riesenzahn. Deswegen hoffe ich gerade sehr, dass er mit Nahkampf auf Eisenbündel geht. Und ja, ich bin halt gespext, das heißt, ich muss mich jetzt locken. Eine Runde Bezaubern ist noch da. Ich glaube, ich werde mich auch einfach immer auf Zauberschein hier locken und hier, wie gesagt, den Protect rausbekommen. Okay, wir sehen die gegnerische Terrakristallisierung wahrscheinlich auf Riesenzahn. Ich glaube auch, dass Eisenschädel kommen wird auf Flatterhaar, aber ich habe halt nichts anderes als hoffen in diesem Moment. Was soll ich denn anderes tun? Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie kann auf jeden Fall jetzt diese Runde sterben. Wir werden es sehen. Vielleicht ist halt eh Choice, deswegen wird er vielleicht auf Eisenschädel gehen. Aber nein, wir sehen den Nahkampf. Das ist huge. Zwar ist er jetzt geterrat, klar. Und Zauberschein ist gegen beide resisted. Giftdieb ist neutral effektiv, das werde ich überleben. Keine Vergiftung, das wäre cool. Sehr, sehr cool. Das wird trotzdem Damage machen. Das ist aber echt wenig. Ist das EV? Nee. Ich wollte mich halt nicht auf T-Bolt locken, wegen Riesenzahn als letztes Mal, aber jetzt Zauberschein irgendwie sehr unangenehm als Lock, so wenig Damage wie das war. Aber ist okay. Wir gehen hier auf Zauberschein. Wir ballern jetzt hier die Hydro-Pumpe raus und müssen die treffen. Oh, wir sehen die Zugabe. Ja, das ist unangenehm. Zugabe macht es natürlich sehr schwierig. Da hatte ich dann jetzt auch nicht mehr so viel Counterplay gegen, bin ich ehrlich. Also, ich musste protecten in der einen Runde. Zauberschein macht guten Schaden. Da kommt der Nahkampf in den Eisenbündel-Slot. Eisenbündel wird sterben. Ja, jetzt hätte ich mich gerne in was anderes gelockt, aber ich hätte mich halt nicht in Spukball locken können und Donnerblitz. Also, das ist halt die Sache. Das ist ein Normal-Pokémon da und da war vorher ein Boden-Pokémon. Und ich weiß ja nicht, ob der Terra, ne? Also, ich kann es jetzt nicht zu 100% riechen. Und vor allem, dass er Zugabe hat. Und ich kann nicht zwei Double Flinches riechen. Also, das war, glaube ich, das größte Problem in der ganzen Geschichte. Er wechselt tatsächlich jetzt nochmal raus, was ich verstehen kann, weil Crit minus 1, Spezialverteidigung, das wäre unangenehm. Grimasse sogar, ja, okay. Also, jetzt nochmal dafür sorgen, dass es ein safer Win ist. Habe ich mir so viel vorzuwerfen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, diese Double Flinches waren sehr unangenehm. Wenn die nicht kommen, dann sieht es auf jeden Fall angenehmer aus für mich. Aber ist halt so passiert, wie es passiert ist, ne? Damit würde ich sagen, sieht man halt auch, was das Problem im Team ist. Hex können halt dieses Team richtig hart hops nehmen. Das habe ich halt krass auf den Europameisterschaften bemerkt. Ich hatte echt teilweise manche Matches so viel Pech. Und ein schlimmer Hex kann manchmal schon ein ganzes Game kosten. Und das ist halt bei Balance-Teams zum Beispiel nicht so schlimm wie bei so einem Hyper-Offense-Team. Aber ist okay, war trotzdem auch hier wieder heute sehr viel Cooles dabei. Und wenn ihr jetzt noch weitere coole Kämpfe sehen wollt, schaut auf jeden Fall mal hier vorbei.